Hallo, hier ist Benny von pocketnavigation.de. Ich möchte heute gerne einen kleinen Blick auf die neuen eTwex Touch Modelle werfen. Garmin hat zwei Geräte angekündigt, einmal den eTwex Touch 25 sowie den eTwex Touch 35. Das eTwex Touch 35 unterscheidet sich vom 25 vor allem durch weitere Konnektivitätsmöglichkeiten. Also es kann ein Smartphone über Bluetooth verbunden werden, sodass Nachrichten, SMS und ähnliches auf dem Gerät angezeigt werden können. Und zusätzlich hat es eine ANT-Plus-Schnittstelle, damit Sensoren zur Herzfrequenzmessung oder ähnliches verbunden werden können. Ja, die größte Neuerung der neuen eTwex Touch-Modelle sind die vorgefertigten Profile, die Garmin direkt zur Verfügung stellt, wenn das Gerät gestartet wurde. Hier kann man auswählen, welche Aktivität man heute gerne machen möchte. Ja, so hat Garmin halt die verschiedenen Profile schon mal vorangelegt, dass man immer die passenden Funktionen direkt griffbereit hat. Ich bin jetzt hier auch gerade auf einer Mountainbike-Tour und könnte mir jetzt hier unter Tracks direkt ganz ohne viel Mühe meine Tour fortsetzen oder die Tour auswählen, kann sie mir angucken und sagen, dass die Fahrt losgehen soll. Man sieht hier auch blau hinterlegt die Strecke, die ich heute schon gefahren bin. Hier auf der Karte hat man, um die Karte zu verschieben, auch während der Fahrt, um sich umzugucken, wenn hier oben dieses Symbol, wenn man das anklickt, rastet die Karte sozusagen ein und man kann hier mit dem Finger über die Karte schieben. Und dank des Glasdisplays lassen sich durch Gesten auch die Zoom-Funktion nutzen oder man geht hier oben auf das Plus oder das Minus. Wenn man jetzt während einer Fahrradtour zum Beispiel sagt, man möchte gerne ein Geocache suchen, dann wechselt man hier einfach in diesen Geocaching-Screen und da sieht man dann auch, dass auf der Karte gleich ganz andere Elemente angezeigt werden. Da oben der Kompass mit der Richtung zum nächsten Geocache. Ich bin hier jetzt auch gerade direkt an einem Fuschel 5 Aussicht. Wenn man hier oben auf den Screen klickt, kann man sich auch die ganzen weiteren Geocaches in der Nähe anzeigen lassen. Also man hat wirklich jetzt alle Funktionen, ohne lange im Menü rumsuchen zu müssen, wie es ja bei den alten eTwex-Modellen der Fall war, alle Funktionen direkt erreichbar, die für die jeweilige Aktivität zutreffend sind. Jetzt kann man auch direkt über die Karte wischen und erhält dann weitere Informationen, als hier zum Beispiel den Kompass oder eine Datenseite, um Informationen zur letzten Tour aufzurufen oder zur aktuellen Tour aufzurufen. Ebenfalls neu ist, dass man jetzt im Durchdrücken des Power-Knopfs, der hier seitlich angebracht ist, ein Schnellzugriffsmenü öffnet. Hier kann man ganz einfach die Helligkeit zum Beispiel hier oben verstellen durch diesen Durchdrücken, durch diesen Mond hier oder Halbmond hier oben, Halbmond-ähnliche Bedienelement. Und hier hat man auch andere Schnellzugriffsfunktionen, zum Beispiel auf die Geocaches, um einen Wegpunkt zu setzen, peilen und los, also alles so kleine Helfer, die man natürlich auch beim Geocachen und auch mal beim Wandern sehr gut gebrauchen kann. Ja, das war ein kurzer Blick über die neue Menüstruktur der neuen eTwex Touch Modelle, die voraussichtlich ab August 2015 in den Handel kommen. Das kleine eTwex Touch 25 wird 249 Euro kosten und das eTwex Touch 35 soll dann 299 Euro kosten. Ja, alle weiteren Informationen haben wir natürlich auch auf Pocket Navigation für euch zusammengefasst. Besucht uns einfach unter www.pocketnavigation.de. Bis zum nächsten Mal.